Ach, da haben wir so einen Schleicher wieder. Yes! 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 Jawohl! Damit haben wir wieder ein bisschen Ehre für den Mustang zurückgeholt. Also, der ID4 laut Säule braucht auch bei 130 ein bisschen mehr. Ja, gut, aber die Verzögerung hast du jedes Mal, ne? Ich gucke auch im Videomaterial. Ich werde gucken, dass alles legit ist und die Zahlen richtig, aber wir müssen festhalten, die 130er geht ganz knapp an den Mach-E, aber insgesamt denke ich tatsächlich, hat den heutigen Verbrauchsvergleich der VW ID4 gewonnen und deshalb, lieber Dirk, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Also ein verdienter Sieg, natürlich auch der bessere Autofahrer. Ne? Das bessere Auto bleibt der Mach-E, aber in dem Fall gut, dass ich das nicht zur Ben-Challenge erklärt habe. Ah, der Dirk lädt jetzt weiter. Also der Dirk will die 160er nicht mehr fahren. Das schließe ich jetzt daraus, weil ich glaube, der lädt das Auto voll, oder? Dirk, also es gibt ein paar Zuschauer, die gerne noch 160 fahren würden. Ich habe gesagt, da hätte ich jetzt nicht so richtig Lust drauf. Wenn du noch Lust hast, dann machen wir das auch noch. Also ich habe ja Zeit, also für mich ist das kein Problem. Also Leute, der Dirk ist bereit, auch nochmal 160 zu fahren. Wir können nur eine 160er Runde fahren. Ja, okay. Also wir fahren 163. Okay, also wir fahren jetzt noch die 160er Runde, Leute. Also, tschüss. Okay, also. Jetzt hier auch nicht unter Null nicht vergessen, ne? Der nullt bei mir automatisch, es ist genullt. Ach so, ja, stimmt ja. Ich mach wieder wie die App an. Vergessen konnte. Ja, ich mach die App an. Also nur als Info für diejenigen, das Video geht noch länger als die normalen Verbrauchsvideos. Denn, vielleicht mache ich da auch ein extra Video drauf. Ach, mal gucken, da können wir auch zwei draus machen. Jetzt fahren wir also nochmal die 160er Runde. Der Dirk hat sich da netterweise bereit erklärt. Er möchte das auch nochmal sehen, wie viel sein Auto da verbraucht. Und dann finden wir das jetzt auch raus. Also, es geht los. Aber wir können auch nicht schneller als 160, ne? Ich hätte ja gern auch 180 noch gemacht, aber tja. Na. Im Dirk sein Auto schafft das halt leider nicht. Wo will der hin? Bitte. Angeber. Also wir haben uns jetzt schnell besprochen. Der Dirk und ich, wir fahren jetzt die 160. Wir wechseln zwischendrin nach 29 Kilometern. Wir werden jetzt sowieso die schnellsten auf der Autobahn sein. Und dann werden wir jetzt mal sehen, ob der Dirk überhaupt mit mir mithalten kann. Denn ich werde jetzt auf 160 hochbeschleunigen. 150. Vielen Dank, Otto. Dankeschön für die Spende. Also Essen ist gesichert. So, wir haben jetzt 163 km/h auf dem Tacho. Der Dirk ist noch hinter mir, aber es fährt ihm einer vors Auto. Jetzt hat er schon Windschatten. Aber gut, das ist so. Das ist normaler Autobahnverkehr. Und mal sehen, ob er mithalten kann. Ich glaube, ich bin zu schnell für den Dirk. So Dirk, jetzt, der vor mir blockiert eh, das heißt, ich lasse dich jetzt mal vorbei, weil wir sind bei 14,5 Kilometer. Einmal überholen bitte. Hey, überhol doch Dirk! Da ist er, wir winken mal. So. Jetzt haben wir auch nochmal den Dirk schön von vorne mit einem Überholmanöver, das ist auch nochmal ganz schönes Videomaterial. Auch noch geschnupft, Dirk. Du bist halt doch ein defensiver Fahrer. Ja, der fährt ja auch noch ab, das darf nicht wahr sein. Wenn ich das geahnt hätte. Der macht alles kaputt. Das ist halt kein. Der ID4 ist genau das richtige Auto für dich. Das ist halt nicht jeder so ein Verkehrsraum wie Michael. Der fährt garantiert jetzt auch noch mit links hier vorne. Ja, der fährt auch eine Verbrauchsrunde mit 60. Ah, er fährt rechts. Sehr gut. So. Oh, jetzt beschleunigt der auch dynamisch, der Himmelmann. Ich fahre noch nicht mal im Sportmodus. Das Himmelmann-Kommando. Ich fahre noch nicht mal im Sportmodus. Ich weiß nicht, Leute, soll ich vielleicht
Soll ich vielleicht in temperamentvoll gehen, einfach damit der ID4 überhaupt eine Chance hat? Auf gar keinen Fall. Nee, ich bin, glaube ich, sogar automatisch über mein Fahrprofil die ganze Zeit. Nee, ich bin auf aktiv. Nee, passt. Bodenblech, schneller geht nicht. Oh, er beschleunigt voll raus, der Himmelmann. Dann machen was denkst das du denn? Auch. Aber mehr geht auch nicht. Aber es ist trotzdem ganz ordentlich, ne? Ja, da kommst du ja auch nicht hinterher. Doch, doch, ich hole auf. Ach so. Ja, so, aber das sollte ich ja gar nicht, ne? Da kommt da bei mir eine Schildkröte aus irgendeinem Grund. Würde mich mal interessieren, warum er mir da die Schildkröte immer anzeigt. So, und weil ich ein arroganter Mensch bin, ne? Also absolut arrogant. Zieht er jetzt gleich hier einmal mit Höchstgeschwindigkeit vorbei. Ach, da haben wir so einen Schleicher wieder. So. Ja, da kommt ein Angeber. Ich habe alles an, was es gibt. Also, du zählst 3, 2, 1 los und bei los latschen wir drauf. Wenn wir dann auf Augenhöhe sind. Hinter uns, wie gesagt, ist gar nichts, Leute. Wir sind ganz alleine unterwegs. Du bist nur leider genau in meinem Fensterholm. Das ist ein bisschen schade, aber ich muss jetzt erstmal aufschließen. Und los. Ja, okay. Na, komm mal, Ivi, du schaffst das, du schaffst das. Ah, Pony. Ah ja, Angeber. Also ist schon ein kleiner Unterschied, Dirk, oder? So, wir haben wieder 163 ja locker. Und dann wollen wir den Herrn Himmelmann auch nicht zu sehr demütigen. So, wir kommen von der 160er Runde zurück. Mein Bordcomputer zeigt jetzt 26 Kilowattstunden an. Ich glaube, der Bordcomputer vom Dirk, also vom ID4, zeigt ein bisschen mehr, ein Schnaps mehr. Das werden wir jetzt aber gleich an der Ladesäule wieder sehen, wie viel das ist. Der Dirk tankt wieder Edelstrom. Ich wieder den Bauernstrom und dann schauen wir mal, wie da der Verbrauchsunterschied jetzt zwischen Pony und ID4 ausfällt. Also sieht in dem Fall ganz gut aus, dass das Pony hier wohl etwas effizienter war. Also an der Ladesäule geht es dann gleich weiter. So, wir sind angekommen. Also der Verbrauch ist nach oben geschnellt, 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Jetzt erstmal wieder aufladen. Ich hoffe, der Dirk hat seinen Tempomaten, seinen Bordcomputer nicht ausgemacht. So. Also, Bordcomputer ist genullt. Nee, doch nicht. Da! 30,9 Kilowattstunden hat der Dirk jetzt verbraucht. Das ist also ein bisschen mehr als das, was ich verbraucht habe. Dirk, du hättest dich nicht auf die 160er einlassen dürfen. Aber es ist so, die großen Felgen, die brauchen natürlich ihren Tribut, ganz klar. Du lädst auch schon? Nee, nee, noch nicht. Ich stecke jetzt ein. Okay. Ach. Ich stecke nach dir ein, weil ich glaube, ich bin trotzdem schneller fertig. Also mit 46% ist der Dirk angekommen. Mal sehen, was die Ladeleistung jetzt sagt. Jetzt haben wir ja mal einen Vergleich, wohin sie steigt. Ah, guck mal. 90 kW. Das ist doch ganz in Ordnung. Jetzt gucke ich mal, was meiner schafft. Und wir stecken an. Einmal anstecken. Er hat verriegelt. Wir erinnern uns, der Dirk hat jetzt mit 90 kW angefangen. 28% habe ich im Akku. Und mal schauen, welche Leistung wir jetzt kriegen. Also der Handshake beim Pony geht brutal schnell. Muss man wirklich sagen. Das hat Ford in dem Fall richtig gut gemacht. Also 90 kW hatte jetzt der Dirk bei 46%, glaube ich, und wir kriegen 120 kW. Also dieselbe Ladeleistung wieder, das scheint er konstant zu können, wenigstens etwas. So, wir sind bei 49% angekommen, ich lade immer noch mit 105 kW. Jetzt sind wir bei 50, also 19,47 Kilowattstunden hat er jetzt gebraucht. Einmal abbrechen und einmal rein und dann mache ich auch gleich den Platz frei. Damit nicht jemand kommt, laden will und ich stehe mit dem Auto hier.
weil es stehen schon genug Leute schief auch und belegen mehrere Plätze. Ich hatte die große Fresse. Jetzt haben wir hier 69% und der Dirk ist sparsamer unterwegs als ich. Das darf alles nicht wahr sein. Hätte ich doch diese Zwischenangeberei gelassen, da hatte ich die große Klappe. Gleich nochmal nach. Doch, der macht vorher Schluss. 19,5 maximal. So ein Kack! Ich hab mir, die große Klappe hat mich den Sieg gekostet. 70, da. 19,1. Er macht jetzt nicht mehr Schluss. Also auch da, lieber Dirk, das darf alles nicht wahr sein. Gut, müssen wir natürlich auch entsprechend im Stream jetzt. Obwohl, wir lassen das offen, ja? Wir lassen das offen, Dirk, aber herzlichen Glückwunsch, du hast auch diese Runde wieder für dich entschieden. Darf nicht wahr sein. Also Dirk, an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank, ja, dass du mitgemacht hast. Ich werde es zu Hause aus. Es geht jetzt also zu Hause am Bürotisch, im Büro geht es jetzt weiter und dann gucken wir uns die Ergebnisse im Detail an. Danke dir. Ja, und wenn ihr die nachfolgenden Detailergebnisse nochmal selbst euch anschauen wollt, dann werdet ihr fündig unter breaking-elektro-news.de. Dort unter Ben Index Community klickt ihr auf Ben Index, auf Klick mich und dann öffnet sich diese Excel-Tabelle hier oder Google Docs-Tabelle und hier Ladekurvenverbräuche, da kommt ihr dann zu den Verbräuchen und dort sind dann auch die Tabellen hinten verlinkt. Ich mache das hier gerade mal klein, damit ihr das seht. Hier hinten sind also dann die Links zu den entsprechenden Einzelergebnissen. Und bevor wir uns jetzt das Detailergebnis anschauen, noch die Info. Die Pferde sind also mit mir durchgegangen, mit anderen Worten die Ponys sind mit mir durchgegangen. Und ich bin zwischendrin dann halt auch mal über 180 gefahren. Ich habe dann aus dem Tunnel raus hart beschleunigt, um halt auch zu gucken, ob der Mustang Mach-E auch flotter beschleunigt als der VW ID.4. Dem ist augenscheinlich so, wen wir das überraschen. Ich glaube aber, dass dieser Übermut insgesamt das Pony den knappen Sieg gekostet haben könnte. Natürlich bin ich mir da nicht sicher. Ich kann es nicht mit Fug und Recht behaupten. Es steht für mich aber zweifelsfrei fest, dass der ID.4 und der Mustang Mach-E, zumindest mit den großen Rädern, die der Dirk jetzt drauf hat, dass die ungefähr auf Augenhöhe in Sachen Verbrauch sind. Und da hängt sicherlich eher vom Fahrer ab, welches der beiden Autos dann sparsamer ist als vom Auto selbst. Weil ich bin jetzt nicht der beste Sparfahrer, das dürfte aber bekannt sein. Gut, dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Also wir haben in der dritten Runde dann 133,8 km/h im Schnitt laut der App gehabt. Gibt es wieder ein paar Messfehler. Dadurch, dass halt die Frontscheibe beheizt ist beim Mach-E und dann ist das GPS-Signal sehr schlecht. Die Fahrzeit war 26 Minuten und 24 Sekunden. Verbrauch laut Ladesäule beim Mustang Mach-E war 19,47 Kilowattstunden und der Durchschnitt auf 100 Kilometern war dann 33 Kilowattstunden. Und wenn man jetzt die ganzen Verbräuche hier zusammenrechnet und den Durchschnitt ermittelt, ist man dann bei 25,23 Kilowattstunden. Und natürlich habe ich auch nochmal die Verbräuche des Bordcomputers mitnotiert, wobei man ganz klar sagen muss, das, was jetzt das Pony bei der 160er-Runde angezeigt hat, ja, das stimmt hinten und vorne nicht. Man sieht auch hier 32% Abweichung. Das ist, ja, kann man vergessen, die Verbrauchsanzeige, wenn man richtig Stoff gibt. Auf jeden Fall ist dann die Abweichung für die gesamte Strecke, oh, jetzt stelle ich gerade fest, ich habe hier noch die plus 160, muss ich doch dazu nehmen. Die ist dann also bei 14,66%, denn der Bordcomputer hat 22 Kilowattstunden ausgeworfen. Es waren aber 25,23 laut Ladesäule, wobei da natürlich auch Ladeverluste mit dabei sind. Also das merken wir uns, 25,23 Kilowattstunden hat der Mustang Mach-E insgesamt gebraucht und auf der 160er 33 Kilowattstunden. Und wenn wir uns jetzt den ID.4 anschauen vom lieben Dirk, dann sieht man eindeutig, der ist sparsamer unterwegs gewesen, aber die Unterschiede sind wirklich, wenn man die hohe Geschwindigkeit berücksichtigt, ja marginal, wäre jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber doch so, dass ich denke, hätte ich einen etwas vorsichtigeren Gasfuß gehabt, dann hätte ich vielleicht eine Nasenlänge vom ID.4 liegen können, aber rum ist rum, wir wollen hier nicht zu sehr rumheulen, sonst heißt wieder der Michi und sein Mimimimi. Natürlich, die Daten sind die gleichen, weil wir sind ja gleichzeitig gefahren. Laut Ladesäule hat Dirk 19,09 Kilowattstunden verbraucht. Er gibt 32,35 Kilowattstunden, wenn man es auf 100 Kilometer hochrechnet. Er gibt dann einen Gesamtschnitt für alle drei Runden von 24,49 Kilowattstunden. Da hatten wir beim Mustang 25,23 Kilowattstunden. Und die Abweichung ist doch deutlich geringer. Da müssen wir hier auch das Rot wegmachen. Das ist noch vom Mustang Mach-E. Wir sehen also, es bewegt sich alles so um die 4,5%. Das heißt also, der Bordcomputer vom VW ID.4 scheint da doch sehr konstant immer das Gleiche zu messen. Das passt aus meiner Sicht. Also, man muss ganz klar sagen, der ID.4 hat an dieser Stelle den Mustang Mach-E auf der 160er-Runde
geschlagen, wobei es in dem Fall wahrscheinlich doch auch ein bisschen an dem Pony Rider lag, also an mir. Ja, das war dann also der Vergleich bei 160 zwischen dem VW ID.4 vom Dirk Himmelmann. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Dirk, dass du da mitgemacht hast. Und dem Ford Mustang Mach-E, RWD mit der Extended Range Batterie, also Heckantrieb. Und der ID.4 hat also gewonnen. Ihr könnt ja unten in die Kommentare nochmal schreiben, was ihr von der ganzen Fahrt haltet, von der 160er-Runde. Ist das was euch in Zukunft vielleicht auch interessiert? Ich mache ja schon diese Highspeed-Runden. Ich weiß nicht, ob ich noch eine 160er dazufüge, weil ja, dann kostet es immer mehr Zeit. Also ich glaube, 100 und 130, das sollte ausreichen. Ansonsten soll es das fürs heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist ja wohl obligatorisch. Sonst verpasst ihr das nächste Video.